Artikelnummer SCP-465. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-465 wird im Containerschrank 8423 in Standort 19 gelagert. SCP-465 darf unter keinen Umständen vom Personal geöffnet werden, welches nicht der D-Klasse angehört, und selbst in diesem Fall muss der Raum, in dem die Öffnung stattfindet, eine Fläche von mindestens 15 Quadratmetern besitzen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu beachten und es ist keine Pflege erforderlich. Beschreibung: Bei SCP-465-01 handelt es sich um einen großen, zweiteiligen Karton, der mit einem verblassten Konfettimuster verziert ist, das in den 1970er Jahren in Mode war. Abgesehen von einem großen aufgedruckten Etikett auf dem Deckel mit der Aufschrift Party in a Box, finden sich auf keinem Teil des Objektes Hinweise auf Inhalt oder Hersteller. Wenn ein Mensch den Deckel von SCP-465-01 vollständig entfernt, erscheinen eine Reihe von Dekorationen, Möbeln und eine Gruppe von mindestens 20 Personen, zusammen als SCP-465-02 klassifiziert, spontan in dem Raum oder in unmittelbarer Nähe des Raums, in dem die Box geöffnet wurde. Diese Personen feiern lautstark und versuchen aktiv, das Subjekt in ihre Feierlichkeiten einzubeziehen, welche vor allem aus Tanzen und Alkoholkonsum bestehen. Obwohl die meisten Mitglieder von SCP-465-02 hartnäckig in diesen Versuchen sind und einige von ihnen äußerst überzeugend sein können, scheint das Subjekt nicht zur Teilnahme gezwungen zu sein. Sollte der Betreffende versuchen, die Gruppe zu verlassen, werden zusätzliche Mitglieder von SCP-465-02 an jedem Ort, den der Betreffende für die Dauer der Party besucht, auftauchen. Ungefähr 5 Stunden nach dem Erscheinen von SCP-465-02 verschwinden alle Instanzen von SCP-465-02 gleichzeitig, inklusive dem Subjekt, wenn dieses im Laufe der Party eine beliebige Menge Alkohol konsumiert hat. Gleichzeitig erscheint der Deckel von SCP-465-01 wieder auf der Box und verschließt diese. Alle Beschädigungen, die SCP-465-01 im Laufe der Party erlitten hat, werden rückgängig gemacht. Versuche, die Box vor Ablauf der Frist zu schließen oder zu beschädigen, hatten keine Auswirkungen auf dieses Phänomen, ebenso wenig wie Versuche, die betroffene Person vor Abschluss der Party von SCP-465-01 zu entfernen. Subjekte, die durch die Interaktion mit der Box verschwunden sind, können unter den Mitgliedern von SCP-465-02 während der nachfolgenden Aktivierung von SCP-465-01 erscheinen und zeigen dabei nur wenige oder gar keine Verbindungen zu ihrer ursprünglichen Identität. Von den Personen, die zu SCP-465-02 gehören, sind nur 2 bei jeder Manifestation aufgetaucht. Beim ersten, Bezeichnung 02-A001, handelt es sich um einen männlichen Disc-Jockey, welcher mit einem Tisch, der mit Soundequipment und anderen Werkzeugen bedeckt ist, erscheint, mit denen er eine Vielzahl von Musik abspielt, die überall dort hörbar ist, wo es Instanzen von SCP-465-02 gibt. Der zweite, Bezeichnung 02-A002, ist ein männlicher Barkeeper und er erscheint mit einer kleinen, gut bestückten Bar, von der aus er eine Vielzahl von alkoholischen Getränken vertreibt. Weitere 185 einzigartige Mitglieder von SCP-465-02 wurden bisher identifiziert, von denen viele bei 2 oder mehr verschiedenen Gelegenheiten erschienen sind, insbesondere 02-A048 und 02-A162. Wenn ein Partygast, der als Teil von SCP-465-02 erscheint, von einer anderen Person als der Person berührt wird, die SCP-465-01 geöffnet hat, wird dieser Gast sofort hysterisch und inkohärent und fleht in undeutlicher Sprache die Person an, die sie berührt hat. Die Mehrheit dieser Partygäste wird versuchen, aus der Umgebung zu fliehen und verschwindet, sobald sie einen Bereich betritt, in dem kein anderes Element von SCP-465-02 vorhanden ist. Der Rest der so betroffenen Gäste wird innerhalb weniger Minuten nach dem Kontakt tot umfallen. Die Leichen dieser Individuen verschwinden nicht mit dem Rest von SCP-465-02, noch erscheinen solche Individuen in zukünftigen Manifestationen von SCP-465-02. Autopsien zeigen, dass die Todesursache eine Kombination aus Erschöpfung und einem Blutalkoholspiegel von über 1,8 Promille ist. Im Gegensatz dazu ignorieren 02-A001 und 02-A002 konsequent alle Individuen außer dem aktivierenden Subjekt und anderen Mitgliedern von SCP-465-02. Versuche, mit beiden Entitäten physischen Kontakt aufzunehmen, haben zu einer vorzeitigen Beendigung der Party geführt.
Die Bedeutung von 02-A001 und 02-A002 bleibt unbekannt.